It goes driving through days and nights. Jetzt haben wir jemand getroffen von Clever Shade, der kann uns mal ein bisschen was dazu sagen. Hallo, ja, die Clever Shade Awning, ein sehr interessantes Produkt, das ich glaube. Wir haben die Clever Shade Awning seit 30 Jahren im Sortiment in Australien. Okay. Es war ursprünglich designed von einem deutschen Ingenieur, der ist nach Australien gegangen vor 45 Jahren. Okay. Der konnte kein Shade-Produkt finden, da das war gut genug für seinen Markt. Mhm. Und da hat er einen Sonnenschirm entwickelt. Okay. Und da wir die Overlanding-Industrie lieben in Australien, ja, hat er eine freistehende Awning gemacht. Ja. Und das Design hat er in 1993 gemacht und in 1997 hatten wir ein Patent. Okay. Und seitdem haben wir die Awnings in Australien verkauft. Wir haben viele Händler in Australien, haben seit diesem Jahr einen Händler in den Staaten, in Amerika. Ah, okay. Und in Deutschland hier. Das ist das allererste Mal, dass eine Clever Shade Awning an einer Ausstellung ist. Ah, das ist jetzt Europa-Premiere praktisch, das ist, ne? Das ist definitiv die Europa-Premiere. Okay. Wir haben einen Vertriebshändler, Black Sheep, in der Schweiz. Ja. Und er vertreibt die Awnings für uns im deutschsprachigen Raum. Mhm. So ist sehr interessant für uns, um hier zu sein. Definitiv wichtig für uns, um die Reise anzutreten von Australien. Ja, ist klar. Und, ja, ich glaube, das ganze Paket kommt gut rüber. Ja, auf jeden Fall. Die Awning ist ganz speziell vom Gewicht her. Das ist eine 4 Meter Awning. Die wiegt 16 Kilogramm. Die ganze Awning. Oh, das ist nicht viel, ne? Nein, nicht viel. 100% Acrylic, so jetzt 99% UV-Block. Ist ungefähr 550 Gramm per Square Meter dick. Okay. So jetzt relativ dickes Material. Also UV-beständig bleicht da nicht aus? Bleicht nicht aus. Der Sonnenschutz, die 99%, ist sehr wichtig für uns. In Australien, die Sonne ist sehr stark. Ja, aber auch hier, die Sonne wird immer stärker. Ja, und ist auch wasserdicht. Super simpel, um sie aufzustellen. Mhm. Braucht ungefähr 20 Sekunden. Wir haben sie hier direkt im Rack integriert. So ist der Plattform-Rack hier. Und ein Halter mit unserer Bar geht in hier. Du kannst die Awning von einer Seite zu der anderen Seite rüber machen. Ah, okay. Wir haben keine, dann, ja, jetzt, Leiter, ne? Ja, jetzt keine Fahrerseite oder Beifahrerseite. Du kannst die, auch wenn du da bist, du kannst sie da rausschrauben. Das ist eine Rändelschraube oben dran. Okay. Dann schiebst du die Awning raus und du kannst sie auf der anderen Seite wieder reinmachen. Ja, cool. Oder wenn du dieses Fahrzeug jeden Tag brauchst und du möchtest die Awning nicht immer dran haben, du kannst sie zu Hause lassen. 16 Kilo ist nicht schwer zum wegmachen. Slide sie weg. Das ist ja auch so ein Schubsack drum rum, wenn die zusammengefallen ja. ist, oder? So, wenn sie zusammenfällt, so bringt sie raus, parallel zum Fahrzeug. Und dann ist ein Sock, der drüber geht. Ah, okay. Und dann haben wir einen Surfboard-Strap. Da geht sie drunter hin, hier. Und dann okay. ist sie weggepackt. Ah. 16 cm hoch, die ganze Awning. So, es sieht auch gut aus, wenn sie zusammengepackt ist. Wie ist es denn mit der Windempfindlichkeit? So, diese Awning ist unsere 4 Meter Awning, 45 km Wind. Okay. Wir haben eine kleinere, 3,6 Meter bis zu 50 km. Mhm. Das ist ein sehr hohe Wind-Rating, das wir geben. Wir sagen unseren Kunden, wenn es so windig ist, dass es nicht schön ist, um draußen zu sitzen, dann ja, ist es probably gut, um die Awning zusammenzupacken. Weil ich sehe, so Öse, gibt es da noch so einen Standfuß? Oder? Wir haben keine Füße, die als, mit der Awning gehen, mhm. aber wir haben etwas, das du später reinmachen könntest. Es ist eine komplett freistehende Awning und wir glauben, wir müssen keine Stangen mitliefern, because wir glauben, dass die Awning ohne so Stangen haltet. Okay. 11 Quadratmeter ist die ganze Awning. Du findest, dass unsere Awning einen Haufen Armen hat. Unsere Awning hat sieben Arme. Aha. Also wir haben immer einen Arm in zwischendrin.
Anstelle von diesem Punkt direkt zum nächsten Punkt gehen, wir haben einen von der Stabilität halt, ne, oder? Stabilität, und es macht es bringt den Schatten weiter draußen. So, wir sind hier mehr als 2 Meter weg vom Fahrzeug und wir sind immer noch unter der Awning. Und das ist der Bereich, wo wir glauben, dass du am meisten Zeit verbringst. Wenn du ein Setup hast hier, dann hast du deine Küche da, dein Waschbecken und alles ist da. Hast deinen Tisch und everything unter der Awning hier. Haben Sie es auch gut von der Höhe her, wie gesagt, ne? Aber große Leute wie mir jetzt mit über 1,90, ja, dass man da schön Platz drunter hat. Ja? Kommt ein bisschen aufs Fahrzeug drauf an, je nachdem, was die Höhe vom Fahrzeug ist. Wir haben ein Pop-Up-System. Wenn du ein tieferes Fahrzeug hast, dann kann die ganze Awning auf einem Pop-Up-System 30 cm erhöht werden. Ja, das ist cool. Ja. Jede Awning ist in unserer Fabrik an der Gold Coast gemacht, in Australien. Mhm. Wir haben fünf Nähe, wo wir das Material machen. Wir importieren das Material von Österreich. Okay. Interessant. Ja. Und dann die Rahmen und alles werden in Australien zusammengeschraubt und dann versenden wir die weltweit. Unser exklusiver Distributor im deutschsprachigen Raum ist Black Sheep. Wenn ihr Informationen für die Mounting Systems, die Roof Rack Types oder Fahrzeuge finden möchtet, checkt out our Instagram. Unser Instagram hat viele Installationsmöglichkeiten oder unsere Webseite cleverscheid.com. Es hat auch ein paar Videos drin und im Video zeigen wir auch, wie einfach es ist, um alles aufzustellen. Aus Sicherheitsgründen machen wir es hier nicht. Das ist jetzt die ganz große, gell? Ja. Die 5 Meter? Nein, die sind 4 Meter. Ach so. Die größere, die 5 Meter, kommt eben weiter raus. Also die 5 Meter ist 2,5 Meter von diesem Punkt, 2,5 Meter von hier raus, 2,5 nach hinten und 2,5 Meter nach vorne. Ja, Wahnsinn. Ist wahnsinnig groß, ist 13 Quadratmeter. Die 4 Meter ist aber die meist gekaufte Markise, weil sie einfach gut mit den Fahrzeugen zusammenpasst. Zusammengelegt ist 2,5 Meter. Sie ist nicht länger als das Dach von diesem Grenadier. Ja, das ist auch richtig. Wir hatten am Anfang hatten wir eine kleinere drauf, eine 3,6 Meter. Mhm. Aber wir haben dann gesehen, dass wir genug Platz haben und haben sie dann auf eine 4 Meter abgegradet. Und es ist auch das Design, wir finden, dass sie sehr gut mit dem modernen Design von Black Sheep zusammenpassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist fast ein quadratisches Design, aber wir haben es nicht ganz. Die Arme sind ein bisschen verschieden lang, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ja. Ästhetik ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja. Ja, alle Teile von Black Sheep sind wirklich Top-End-Products. Da habt ihr schon einen guten Partner, ja? Ja, definitiv. Wir sind sehr stolz, dass wir unser Produkt mit Black Sheep präsentieren dürfen. Und das Fahrzeug ist ja Wahnsinn. Ja. Wir haben ein paar Lieferanten, haben uns kontaktiert, möchten die Cleverscheid verkaufen, aber wir möchten uns mit jemandem zusammentun, der macht High-End-Produkte, wie wir machen. Ja. Und Black Sheep ist definitiv at the Forefront. Innovativ, was im Namen ist, Blackwit Innovations, ja, ist definitiv innovativ. Ich glaube, da ist 6 Grenadiers an der Allrad hier in Bad Kissingen. Dieses Fahrzeug ist mein absoluter Favorit. Ja, meiner auch. Ja. Thomas von Black Sheep hat mir eine Nachricht geschickt, dass auch unsere Awning am Grenadier ist. Das war vor etwa einer Woche, vor 3 Tagen auf dem Fluggebruch von Brisbane. Ich habe gesagt, ich komme, ich muss das hier sehen. Australien, wir haben sehr viele Overland-Fahrzeuge, wir haben viele innovative Produkte, aber der Black Sheep Grenadier, ich glaube, das ist etwas, das wir noch lernen können in Australien. Ich möchte am liebsten das ganze Paket darüber nehmen. Grenadier, ich glaube, ihr könnt es mit dem Rhino-Rack-Plattform bestellen. Wir haben ein Mounting Kit, das geht auf die Rhino Rack Plattform. Aber die ganze Integration, wie Black Sheep das gemacht hat, das sieht einfach so aus, wie es vom Factory gemacht werden sollte. Habt ihr auch schon für Frontrunner einen Adapter, yes, für den Slimline 2 Träger? Oh. Der Slimline 2 ist nicht so
anders für uns. Die Adapterplatte, die wir haben für die älteren Frontrunner-System, würde auch für das neuere System funktionieren. Oh, okay, cool. Ja. Plattform für uns ist die beste Ausgangslage, da wir das den Drehpunkt da hinten haben, so wie es konstruiert ist. Brauchen wir etwas Stabiles auf dem Fahrzeug. Wir können diese Träger hier, die gehen auch in Standard-Füße rein, wenn du eine Füße hast, die direkt auf das Dach montiert werden. Okay. Das Profil kann reingeschoben werden. Es wird einfach viel stabiler, sobald du eine Plattform hast. Mhm. Es ist nicht die Ownings, where the flex kommt from. Wenn du hier gehst, kannst du sehen, es ist das ganze Roof Rack, das sich bewegt. Es ist nicht die Owning. Die Stabilität kommt vom Rack. Ja, das kann man schon als Highlight bezeichnen, alles. Ja.